Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the 12th part of Final Fantasy 13 2. So, wir haben hier vorne aufgehört. Und bevor wir da jetzt weitergehen, will ich noch ein bisschen... Was ist das? Achso, diese Maschine da. Alright, hier ist Chocobo Kalina. Mal gucken, wie viel Cash wir haben. Ja, ja. Kaufen. Geht erstmal gucken nach Waffen. Okay, wir haben das beste Zeugs. Dann holen wir uns mal Monster-Komponenten. Warum haben wir jetzt so viele? Aber die... Hä? Check ich nicht. Mal kurz gucken. Ganz kurz gucken. Kristarium. Kate Sif. Der hat aber nichts. Das heißt, die hat auch nichts, das wir für KC freuen können. Dann leveln wir mal kurz hier nicht genügend KP. Okay. Auch nicht. Scheiße. Gut. Was gibt's hier noch so? Ich meine, bevor wir da jetzt irgendwas machen, erstmal hier den besiegen. Alright, number one down. Number 2 down, number 3 down, number 4 down. Number 5 down. Yeah. Sehr schön. Okay, gehen wir mal hier hoch. Ist hier irgendwas? Ich vermeide mal ein bisschen Kämpfe, um voranzukommen, weil sonst bleiben wir so stecken. Karte bekommen. Okay. Alright. Das ist das, was wir wahrscheinlich noch öffnen werden. Ah, komm, den machen wir. Ah, da vorne ist was. Was ist schon hier? 5 Stars, chill a sec. So? Ja? Alright. Okay. Kontra-Artefakt, sehr schön. War's doch nicht umsonst. Jetzt gucken wir mal, wie es da unten weitergeht, weil ihr seht ja dieses. Kommen wir da überhaupt so hin? Ganz kurz, bevor wir kämpfen. Wir müssen hier rüber. Also wieder zurück und dann da. Ja, aber da geht's. Da ist noch. Da müssen wir zuerst dieses Ding machen, weil sonst. Also dieses Artefakt. Nicht der Artefakt. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Portal genau da. Dieses Portal aufheben, dass wir den noch nicht begangenen Bereich begehen können. Mann, war das gerade komisch. Und dann. Noch jemand? So, weg bin ich. Und ein Sternchen bekommen, ein Steinchen. Alright. Dann können wir hier jetzt genau das brauchen wir. Untersuchen. Mal gucken, wie complicated das jetzt wird. Alles klar. Ihr seht, die haben diese Form von den Monstern. Okay. Hier vorne.
Läuft auf jeden Fall besser. Noch irgendwo was? Fuck. Ich war zu langsam. Und hier. So, geschafft. Sehr schön. Weiter geht's. Rätsel 1 gelöst, das heißt, es gibt mehrere. Alright. Hier. Hier. Da vorne. Fuck. Hier. Da. Dann die zwei schnell. Die zwei. Ja. Die zwei. Die zwei. Und zum Schluss die zwei. Gut, noch geschafft. Alright. Anomalie über oben, läuft bei uns. Okay, noch ein Fragment gekriegt. Ich glaube, jetzt können wir nochmal gucken, wegen Chris. Oder waren wir davor schon da drin? Mal gucken, wie viele Points wir haben. 1200, passt. Jetzt können wir ein bisschen weiter leveln. Okay, das war's auch schon. Alright. Jawohl. Und das war's auch schon. Damn. Egal. Passt. Hat er gerade Bra gesagt. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Und hier kommen wir sowieso nicht weiter. Sehr schön. So, sind wir jetzt viel besser? Mal gucken. Okay, das geht um einiges schneller. Und das nur durch ein bisschen Leveln. Verdammt, falscher Knopf. Zur sowieso falschen Zeit. Das Ding muss unbedingt stärker werden. Hätte ich beide auf Hera direkt gelevelt, wäre das mit dem Schockzustand ziemlich einfach, denke ich. Aber das mit dem Breaker ist halt wichtig, denn wenn man beide auf Hera hat, dann steigt es zwar schnell, aber wenn kein Breaker angreift, dann sinkt es auch wieder schnell so. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache lieber so Mixture. 4 Stars. Egal, passt. So, wo wollten wir jetzt hin? Da lang. Den Rest hier noch heller machen. Gibt's hier irgendwas Wichtiges? Hier nicht. Da hinten ist eine Cybertruhe. Die scheint auch nichts zu sein. Ein paar Monster. Ist mir jetzt egal, ob die uns kriegen oder nicht. Verfolgen die uns jetzt ernsthaft? Nein, gut. So. 550 geläuft. So. Ist hier was vielleicht? Nein. Okay. Hier hinten, weiter hinten. Da können wir rein, aber erstmal hier gucken. Sieht nicht danach aus. Nein. Hier kann man runter. Kann man da überhaupt dann rein? Ich glaube nicht. Nope. Gut, dann gehen wir mal da runter.
Kann man hier hoch? Nein, kann man nicht. Hier hört es auch schon auf. Okay, gegen die Viecher kämpfen wir noch. Haha, daneben. Okay, jetzt hast du mich getroffen. Sarah ist so overpowered bald, dass sie jeden Gegner allein zum Schockzustand bringt. Und Noan macht sie einfach fertig, kurz bevor sie in den Schockzustand kommt. Wie viele Gegner haben wir noch? 1, 2, 3, vielleicht sogar 4. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Noch 2 Stück. Also waren es doch 4. Noan verfehlt, eiskalt. Greif doch an, du stehst direkt davor und chillst dein Life, bis Sarah trifft, Alter. Was geht bei dir falsch? Ja, das war klar. Ah, da ist was. Also doch gut, dass wir das gemacht haben. Noch ein Portal. Ja, dann lasst uns das jetzt schnell machen. Gut, dass wir dahin sind, ey. Okay. Hätte ich das jetzt echt schon machen sollen? Na gut. Ich hab schon Angst gehabt. Was ist denn das für ein Viech? Scheiße. Okay. Okay. Damn. Hey, ich hab doch X gedrückt. Wo ist das andere Teil? Gut. War direkt neben mir und ich lauf voll die Runde, Alter. Okay, Nummer 1 gelöst. Ich glaube 100 Pro, dass es da mehrere gibt. Ja, war klar. Wäre viel zu einfach so. Okay, Number 2. Da vorne. Ernsthaft. Das war jetzt richtig Stier gerade. So, weiß, weiß, rot, rot, gold, gold. Passt. Ja, genau. Ja, genau. So, Rätsel 2 gelöst. Jetzt kommt Rätsel 3. Ich glaube, das ist das letzte Mal gucken. Oh, okay, okay. Behemoth wahrscheinlich. Da hinten. Die zwei. Grün und grün kriege ich nicht. Doch jetzt. Die zwei, komm, 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 komm. Jawohl. Die zwei. Na toll. Die zwei. Die zwei und die zwei. Sehr schön. Ne, das war nur so ein kleiner Hund. Alright. War's das? Ja, Anomalie behoben. Ihr kennt den Ort wahrscheinlich noch. War so gut.
Also ziemlich vorm Ende von 13-1. Ja, eben. Lass mich mal kurz gucken, kommen wir dann da wieder zurück? Ja, kommen wir gut. Zielwasser, Noel, Zielwasser. Wie, wir haben den angegriffen und der hat kaum Schaden kassiert, what the fuck? Alright. Und 5 Stars. Okay. Hier muss was sein. Hier ist aber nichts. Gangster. Aber hört ihr das? Hier ist was. Kristalltränen. Schon wieder. Noch mehr Monster. Okay. Nochmal 5 Stars. Okay. Wieder ein Dings. Hört ihr das? Wir gucken erstmal hier. Hier gibt's 100 pro noch irgendwo ein Artefakt. Ich wette mit euch. Hat er gerade Selbstzerstörung angewendet? Naja, nicht mein Problem. Five stars in your face! So, da vorne ist ja wieder ein Warp. Mal gucken. Hier, die Monster überspringe ich jetzt, die da oben kommen. Sind das Leute da oben? Ah nein, das sind diese Roboter da. Weil hier ist so noch so eine Art... Ist hier was? Nein. Wo können wir noch hin? Da, dieses Ding da. Was ist das? Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das juckt mich jetzt. Einmal von hier. Scheint nichts zu sein. Weiter hinten. Ah, hier. Die kriegen uns doch nicht, oder? Nein. Magiersiegel. Okay. Was auch immer das ist. Gut, dann hätten wir den Bereich hier abgedeckt. Mal gucken, ob wir da oben jetzt rein können oder außen rum müssen. Hier hoch kommt ihr eh nicht. Nein, hier können wir nicht rein. Nein. Kommen die hier echt hoch? Ja, scheint so. Egal, dann machen wir die kurz platt. Baha, Monster erledigt, sehr schön. Und wieder einer weg. Und du bist jetzt auch weg. So, und lädt stehen. So, geht doch. Bam! 5 stars in your face. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Also hier auf jeden Fall nicht. Da hinten hoch. Da hinten hoch. Mal gucken. Wünsch mir Glück.
Nein, sorry, guys. So, und jetzt kann man da runterspringen. Aber das zeigt uns das Gebäude von oben an. Funktioniert nicht. Okay, dann wieder zurück. Mal gucken, ob die schnell genug sind. Ah, hier ist was. Ah, okay. Aber weil wir jetzt sozusagen auf das Gebäude drauf gehen, kann der eigentlich Doppelsprung sein. Ja, mit einem Chocobo kommen wir da hoch, aber wir... Wo ist unser Chocobo? Unser Chocobo ist nicht auf der Karte, gut. Nein, sorry. Lass einfach mal runtergehen wieder. Bin ich gerade richtig? Ja, wir müssen so lang dahin. Ja, dann überholt uns doch einfach. Ist mir doch scheißegal gerade. Hehe. Und was ist das? Das ist das Wasser. Da kann man, glaube ich, nicht rüberspringen. So. Alright, kann man hier eigentlich weiter? Nein, das ist alles wieder Wasser. Was ist dieser? Ah, das ist Sarah. Kann man mit dir... Ah, okay. Hier kann man doch noch ein bisschen laufen. Analysator. Hier kommt man nicht weiter. Hier sind wieder irgendwelche Monster, auf die ich keinen Bock habe, weil ich eher die Gegend angucken will. Und ich will eigentlich mit Sarah labern, aber die rennt ja von mir weg. Achso, die will dahin. Now I get it. Scheint echt nichts zu sein. Mit Sarah kann ich jetzt nicht labern. So, mach mal das kurz. Aber Sarah müsste diesen Ort eigentlich auch kennen. Noch jemand? Nein, das war's. 5 Stars! Ah nein, ich wollte jetzt erst mit Sarah labern. This was their home. But now they're frozen in Cocoon's crystal pillar, never to return. They slept for centuries. And then they awoke again, in our time. Though they came from Grand Pulse, they became Cocoon's saviors. So you're saying they traveled through time to save the future? Yeah, I guess they did in a way. So, jetzt mal kurz Crystarium, weil ich glaube, da haben wir schon wieder genug gekriegt, um ein bisschen zu leveln. Zwar nicht viel, aber genug. Ja. Okay, noch eins und dann haben wir eine Crystarium-Erweiterung wahrscheinlich. Dann sind wir auf Level 79. Sarah braucht da noch ein bisschen mehr. Für dich. Ah. Okay. Passt. Mal gucken. Hier scheint nichts zu sein. Hört ihr das? 600. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 8000, krass. Hier ist wieder irgendwo eine Cybertruhe. Irgendwo. Ich höre sie auf jeden Fall. Ah, hier ist ein Dings. So ein Zeitportal. Aber ich habe doch gerade irgendwo noch eine Cybertruhe gehört. Wartet mal ganz kurz. Oder ist das nur dumme Einbildung? Nein, ich höre es auf jeden Fall. Hä?
Vielleicht ist sie versteckt. Nein. Hier ist sie auf gar keinen Fall, aber ich höre trotzdem was. Ich kann mich da doch nicht irren, ey. Oder spielt mir mein Verstand einen Streich gerade? Also ich sehe auch nichts, was so durchsichtig ist. Egal. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? 5 Minuten. Ja komm, das wagen wir jetzt. It looks like an Oracle Drive. Yeah. Stop. Sarah! I believe you. My memories. They're real, aren't they? Changed. But that's impossible. If you change the future, you change the past. It keeps changing? Change is the constant. Caius. I have seen you. I have seen you both. Yule. What? You mean Osiris? I am not the Yule you know. But... You must understand, there are many Yules. Caius. Wait. I saw you. My sister was fighting you. What are you doing here in this time? I learned of your journey. Leaping back and forth along the timeline. Yule has been watching everything you do. No, she's been watching us? Yes, I see you understand the significance of that. Then you must also understand that I am here for a reason. Your actions have necessitated the strictest sanctions. Okay, das wird zu nix. Okay, Guys, wir machen das so, bevor wir jetzt da weitergehen, hören wir auf, weil ich denke, das wird ein richtig großer Part. Und, ja, machen wir das einfach das nächste Mal, das wird so nix. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. The Blue Gangster is out. Wie gesagt, das wird groß. Und, ja, bis dann. Whatever. See ya.